Die merkwürdigsten Weltraumaufnahmen, Stanley Kubrick und die Mondlandung. Wir gehen auf sehr viele verschiedene Argumente und Aufnahmen ein, die dafür gesorgt haben, dass Leute glauben, dass die Mondlandungen nicht stattgefunden haben. 1969, Neil Armstrong and I pulled off humanity's first extraterrestrial prank. What the fuck? Wenn man das Bild jedoch bei Photoshop hochlädt und den Kontrast ändert, sieht man, dass das Bild der Erde eingefügt wurde. Ach du Scheiße, nach dem Video müssen wir einen Talk mit Keanu machen eigentlich. Jungs, ich sag euch, wie es ist. Es ist ein Scam. Kann es vielleicht sein, dass Menschen in einem Vakuum nicht überleben können? Schauen wir uns mal an, was passiert, wenn man Blut in eine Vakuumkammer steckt. Es dehnt sich aus und fängt an zu kochen. Krass. Das wusste ich auch nicht zum Beispiel. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ihr spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction hier auf Leon Lovelock Highlights. Ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Nur Liebe geht raus. Kommt gerne auch mal auf Twitch vorbei. Ihr seht's oben im Chat. Da, ja, da sind die Herzen am Start, da sind die G's am Start. Das ist die einzig wahre Love Gang. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch mal mit dazu kommt. Und zwar gehen wir jetzt in ein nächstes Flex-Doku-Video rein. Und zwar geht es heute um die Mondlandung. Die merkwürdigsten Weltraumaufnahmen. Stanley Kubrick und die Mondlandung. Ich bin sehr, sehr gespannt. Schöne Grüße gehen raus an den Bruder Flex-Doku. Ich feiere dich, mein Jutster. Genau so weiter. Ich mag deine Videos. Du bist regelmäßiger Bestandteil hier auf meinem Twitch-Kanal. Und ja, Mann, danke für deine Arbeit auf jeden Fall. Und wir ziehen uns jetzt das Video rein. Gerne auch rübergehen zu Flex-Doku. Da ein bisschen Liebe und ein bisschen Vibes dalassen von unserer Seite. Hat er auf jeden Fall verdient. Let's go. Stanley. Ich feiere seine Intros immer. Jo, was geht ab, Leute? Was geht ab, Leute? Hoffe, alles gut bei euch. Heute gehen wir mal wieder in ein Video rein. Was sind? Der hat immer diese gleiche Ding. Tonlage. Das ist wie ein Song, Bro. Tonlage in Man, Alter. Und rein. Jo, Leute, was geht? Hoffe, alles okay bei euch. Alles tight, Bro. Ich hoffe, bei dir auch, man. Heute gehen wir wieder auf sehr interessante Themen ein. Wir gehen auf sehr viele verschiedene Argumente und Aufnahmen ein, die dafür gesorgt haben, dass Leute glauben, dass die Mondlandungen nicht stattgefunden haben. Zum Beispiel Luftblasen in NASA-Aufnahmen, wo alles den Anschein hat, als ob diese Aufnahmen im Wasser gedreht. Was sagt ihr dazu, meine lieben Freunde? Mondlandung real oder fake? So, für real 1 in den Chat, für fake 2. Robson hat ein Abo an die Community rausgeknallt. Ich küsse dein Herz, Robbie Robson. Wurden Aufnahmen, wo es im Weltall auf einmal doch wieder Schwerkraft gibt. Oder Greenscreens in NASA-Büros. Wir gehen auf Stanley Kubrick ein, der Mann, der angeblich die erste Mondlandung gedreht haben soll. Und Aufnahmen, die angeblich zeigen, wie eine Rakete das Firmament berührt. Außerdem schauen wir uns die Challenger-Mission von 86 an. Darüber haben wir ein Video. Ah, Dicker, das habe ich auch noch nicht hochgeladen. Könnt ihr gespannt sein, meine lieben Freunde. Darüber haben wir nämlich auch ein Video über diese Mission, über diese einzelnen Charaktere, die da auch sitzen und das, die anscheinend immer noch leben. Das muss ich auch noch verarbeiten und hochladen. Ich küsse doch euer Herz. Robson, Liebe. Starben angeblich alle Besatzungsmitglieder bei einem verunglückten Start. Doch wenn man sich das Thema näher anschaut, hat es den Anschein, als ob 6 von den 7 Astronauten, die eigentlich tot sein müssten, noch am Leben sind. Zum Schluss besprechen wir auch die 3 verschiedenen... Okay, das ist auch Teil hier von diesem Video. Okay, vielleicht lade ich dann das andere nicht nochmal separat hoch, aber es ist auf jeden Fall auch eine sehr wilde Geschichte. Und ja, wir haben uns ja auch schon mit den ein oder anderen Kandidaten, Keanu, schöne Grüße gehen raus an der Stelle, über das Thema auch unterhalten. Und ja, es ist auf jeden Fall sehr interessant und brisantes Thema mit der Mondlandung. Und warum man so etwas machen soll. Beziehungsweise komplett mit der ganzen NASA-Geschichte so. Also da existieren echt auch sehr viele Theorien und sehr viele Vermutungen, weil halt auch sehr viele Dinge da sind, die einen verwirren. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert und aktiviert die Glocke. Danke im Voraus. 1969, Neil Armstrong and I pulled off humanity's first extraterrestrial prank. It's the scariest moment of... What the fuck? Journey. Scariest. It didn't happen. Why has... Krass. Nobody been to the moon in such a long time? Because we didn't. Das ist Buzz Aldrin, oder? There. Ain't nobody been to the moon. Ain't nobody been outside this giant cage that we're trapped in. The firmament is real. The moon is not a piece of rock, but it is a plasma. A plasma phenomenon, a cosmic plasma. Ganz kurz. What the fuck? Leute, natürlich ist Wasser immer das beste Getränk. Ich küsse doch dein Herz, Alter. Der Bruder hat echt viele Sponsoren am Start mit diesen Themen. Warum habe ich keine Sponsoren am Start? Bro. Ey, Flex, mach mal klar.
Wenn die dich supporten, dann würden die mich doch bestimmt mit meinem Content auch supporten, oder? Hat und nochmal bestellen will. Eine der ersten Theorien, die aufgekommen sind, war über die Mondlandung. Es gibt viele Leute, die glauben, dass die Mondlandungen in den 60er bis 70er Jahren nie stattgefunden haben. Es wird behauptet, dass alle Landungen und alle Aufnahmen, die mit Weltraum zu tun haben, gefaked sind. Am Schluss gehen wir darauf ein, warum man so etwas machen sollte. Gehen wir mal zuerst auf die erste Mondlandung ein. Angeblich sollen die Aufnahmen der ersten Mondlandung in einem Filmstudio von Regisseur Stanley Kubrick gedreht worden sein. Stanley Kubrick war ein amerikanischer Filmregisseur, Produzent und Drehbuchautor, der als einer der einflussreichsten Filmmacher des 20. Jahrhunderts gilt. Er wurde 1928 in New York City geboren und begann seine Karriere in den 1950er Jahren als Journalist und Dokumentarfilmer. Kubrick wurde für Filme wie A Clockwork, Shining, 2001 Space Odyssey, Eyes Wide Shut und viele weitere bekannt. Er verstarb 1999 im Alter von 70 Jahren, nachdem er seinen letzten Film Eyes Wide Shut gedreht hat. Es wird behauptet, dass der Film Eyes Wide Shut etwas mit seinem Tod zu tun gehabt hat. Aber darauf gehen wir in einem separaten Video näher ein. Auf jeden Fall. Alright, Bro. Machen wir so. Soll er die Mondlandung gedreht haben. Die CIA kam in den 60er Jahren angeblich zu ihm und wollte zuerst nur die Schlüssel für sein Studio haben. Doch er war so ein Perfektionist, dass er letztendlich Regie geführt hat. Es wird behauptet, dass sein bekannter Film 2001 Space Odyssey sozusagen ein Test war, um zu sehen, wie realistisch man Filme über den Weltraum drehen kann. Er soll sogar Hinweise in einem seiner Filme versteckt haben, wo er andeutet, dass er was mit der ersten Mondlandung zu tun gehabt hat. Das ist ja schon viele, also so wie ich das jetzt mittlerweile so rausgehört habe, ne, wenn ich mir so ein paar Diskussionen habe ich mir reingezogen, auch international und so, wo Leute darüber diskutieren und auch in den Staaten und so. Und ich habe so das Gefühl, dass die erste Mondlandung schon bei sehr vielen das schon so Normalität ist, dass die nicht echt war so. Na, dann geht's ja weiter und dann gibt's einige, da spaltet sich das dann so. Einige sagen dann, okay, die weiteren Mondlandungen waren auch nicht echt. Manche sagen, okay, die späteren Mondlandungen, da war dann mal eine echte dabei gewesen. Aber diese allererste Mondlandung, wovon ich selber noch kein Footage gesehen habe, glaube ich, soll wohl extrem offensichtlich sein, dass das Ding nicht real war. So, ne? Ich bin gespannt, was hier noch im Video erzählt wird. Ich persönlich habe auch nicht so eine krasse Meinung dazu, wenn ich ehrlich bin. Irgendwie bildet sich da bei mir persönlich keine richtige Meinung, was das Thema angeht. Ob das jetzt echt war, fake war und so. Irgendwie, keine Ahnung. I don't know. In dem Film The Shining gibt es eine Szene, die sich im Zimmer 237 abspielt. Man sieht ein Kind, das ein Pullover trägt, auf dem Apollo 11 steht. Das war die erste Mission zur Mondlandung. In der Szene ist zuerst zu sehen, wie ein Kind auf einem Teppich mit Autos spielt. Die Muster auf dem Teppich ähneln der Startrampe der Apollo 11 Mission. In einer anderen Szene setzt sich das Kind auf ein Dreirad und fährt zum Zimmer 237. Die Zahl 237 wurde von einigen als Referenz zur durchschnittlichen Entfernung des Mondes von der Erde interpretiert. Tschüss. Das ist miese Recherche, Bro. 237.000 Meilen beträgt. Er hat mit der Szene sozusagen symbolisiert, dass er an der Mondlandung beteiligt war. Der Junge war die Apollo 11 Mission, der Teppich war die Startrampe und das Zimmer war das Ziel, der Mond. Wie gesagt, zu Stanley Kubrick werde ich demnächst nochmal ein ausführliches Video machen. Da werde ich gespannt sein, mein Jutster. Ein paar weitere Aufnahmen, Stanley, den Man, die verantwortlich sind, warum Leute denken, dass die Mondlandung gefaked war, sind Aufnahmen, in denen Buzz Aldrin zugibt, dass sie gefaked wurde. Buzz Aldrin. Ich weiß noch, Alex Jones hat in einem Interview mit Joe Rogan erzählt, dass Alex ein Interview mit Buzz Aldrin machen wollte und er bestätigt hat und irgendwie ein Tag oder ein paar Tage später gestorben ist. Ich meine, es ist Alex Jones, Digga, da weiß man auch nicht, aber der hat schon wohl öfter zugegeben, dass das Ding nicht real war und so und er wollte da noch mehr mit nach vorne gehen und ist dann von uns gegangen. So. Zum Beispiel fragte ihn ein kleines Mädchen, warum man schon so lange nicht mehr auf dem Mond war, worauf er Folgendes geantwortet hat. Why has nobody been to the moon in such a long time? That's not an 8-year-old's question. That's my question. I want to know, but I think I know. Because we didn't go there, and that's the way it happened. What the fuck, bro? Der sagt es doch einfach. And if it didn't happen, it's nice to know why it didn't happen, so in the future, if we want to keep doing something, we need to know why
something stopped in the past that we wanted to keep it going. Einer der verwirrendsten. Das ist doch heftig, Bruder. Hä? Das ist Buzz Aldrin, Bro. Der sagt, dass wir nicht auf dem Mond waren. Und der war ja angeblich dabei gewesen. Also der war ja da. Das ist dieses hier. Es zeigt einen Astronauten auf dem Mond. Hinter ihm ist eine kleine Erde zu sehen. Wenn man das Bild jedoch bei Photoshop hochlädt und den Kontrast ändert, sieht man, dass das Bild der Erde eingefügt wurde. Die Frage ist hier, warum sollte man so etwas machen? Wenn die Erde nicht vom Mond zu sehen ist, war sie nicht zu sehen. Aber man fügt doch nicht einfach ein Bild der Erde ein, um das Bild authentischer zu machen, wenn es doch schon authentisch ist. Das Bild soll angeblich so auf der offiziellen NASA-Seite online gewesen sein. Vor der ersten Mondlandung haben einige Wissenschaftler behauptet, dass man gar nicht auf dem Mond landen kann, da kein Stück Fels ist, sondern aus Plasma besteht. Also Flex ist auch hier wieder deep in die Recherche reingegangen. Ich habe das noch nie gehört. Dass der Mond eigentlich nur Plasma ist und kein Stein ist, Bro, dass man da nicht landen kann, das habe ich noch nie gehört, Bro. About the moon. And ach du Scheiße, nach dem Video müssen wir einen Talk mit Keanu machen eigentlich. Expect to be able to get observable facts about the moon fairly soon. What is your theory? Well, it is by now rather more than a theory. 10 or 11 years ago, I stated to various scientists that the moon is not a piece of rock, but it is plasma, a plasma phenomenon, a cosmic plasma, and that this fact will eventually be confirmed. Eine weitere Aufnahme, die sehr fragwürdig ist, zeigt einen NASA-Astronauten, der gefragt wurde, warum man Das hat Keanu in unserem Talk eingeblendet. So lange nicht mehr auf dem Mond war. Worauf er antwortete, wir haben die Technologie zerstört und es ist ein schwerer Prozess, diese wiederherzustellen. Das ist doch Schwachsinn, Bro. Was für Technologie zerstört und es ist ein schwerer Prozess, die wiederherzustellen. Das ist für mich, das kann ich nicht glauben. So, wieso zerstörst du irgendeine Technologie, mit der du auf den Mond gehen kannst? So, warum sollte das zerstört werden? Glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Wie kann man eine Technologie zerstören? Er stellt es so hin, als ob sie diese Technologie gefunden haben und es nur ein Exemplar davon gegeben hat. Die haben die Technologie gefunden und es gibt nur ein Exemplar davon, aha. Man muss doch irgendwie Pläne haben oder irgendetwas, das zeigt, wie man diese Mondlandung bewerkstelligen konnte. Die NASA hat 25 Milliarden Dollar für die Mondlandung zwischen den 60er und 70er Jahren ausgegeben. 25 Milliarden ist schon viel Geld, aber zu der Zeit war es noch mehr als heute. Und da verliert man einfach die Technologie. Es war für viele eine sehr seltsame Erklärung. Ja, es ist keine richtige Erklärung. Das ist einfach nur, um die Leute ruhig zu halten. I'd go to the moon in a nanosecond. The problem is, we don't have the technology to do that anymore. We used to, but we destroyed that tech. Vor allen Dingen, du willst mir erzählen, dass die in den 60er Jahren, 70er Jahren eine Technologie hatten, die wir heute nicht mehr haben können, weil die zerstört wurde. Aber wir haben in dieser Zeit von den 60er, 70er Jahren bis heute alles das erfunden, was wir erfunden haben. Und die Technologie ist so weit fortgeschritten, dass wir mittlerweile ein Internet, dass ein Bot im Internet haben, der für uns Programmiersprachen, Songs schreiben kann. ChatGPT meine ich jetzt gerade, GPT meine ich jetzt gerade. Das willst du mir jetzt wirklich verkaufen, oder was? So, wenn du allein die technologische Entwicklung in den letzten 10 Jahren dir reinziehst, so. Kannst du mir noch nicht erzählen? Also, komm. Digga, das ist so. Technology and it's a painful process to build it back again. Eine weitere Behauptung. Painful process to build back. Was haben die dir gegeben, Junge? Ist, dass keine Sterne auf den Bildern zu sehen waren. Es wird behauptet, dass man bewusst keine Sterne gezeigt hat, da man vielleicht an den Sternkonstellationen gesehen hätte, wo die Aufnahmen entstanden sind. Oder man Fehler gemacht hätte. Bei einem Interview nach der Mondlandung sind sehr auffällige Szenen entstanden. Neil Armstrong sagt zuerst, dass er keine Sterne gesehen hat. Direkt danach sagt er auf einmal, er kann sich nicht erinnern, welche Sterne er gesehen hat. Was? Es sah so aus, als ob er sich nicht entscheiden konnte. Bis der Astronaut Michael Collins ihn mit einem seltsamen Blick anschaut und sagt, ich habe keine gesehen. Es sah so aus, als ob er ihn unauffällig darauf hinweisen will, dass er gerade was Falsches gesagt hat. Schaut mal kurz rein. I, without looking through the optics, I don't recall during the period of time that we were photographing the Sona Corolla what stars we could see. I don't remember seeing any. Neil, you were, What the fuck? Oder, guck mal, das ist, Digga,
Bro, das ist wie wenn du in der, weiß ich nicht, wenn du gerade abgeguckt hast, gespickt hast irgendwo und dein Lehrer dich erwischt hat, so. Genau so ein Moment ist das, Bruder. Remember seeing any? Sag das nicht, der eine guckt zu dir, der sagt so, der macht so. Sag nicht, Bro. Neil, you were, I don't remember seeing any. Krass, Digga. Neo. Miese Recherche. Ich feier Flex Doku seine Videos. Der fasst das immer so schön alles zusammen. Weißt du, wie ich meine? So feier ich. Es gibt anscheinend zwei Meinungen darüber, ob man im Weltall Sterne sehen kann oder nicht. Es gibt sehr viele Aufnahmen, wo NASA-Astronauten und Mitarbeiter einmal behaupten, dass sie Sterne sehen können und das andere Mal wieder nicht. Normalerweise sollte es eigentlich nur eine Version darüber geben. Oft sagen Astronauten, dass sie auf der dunklen Seite des Monds Sterne sehen konnten und auf der hellen nicht. Aber in dem ersten Interview nach der Mondlandung wurde diese Version nicht erzählt. Diese kam erst später, als viele Leute darauf hingewiesen haben. Das ist für viele ebenfalls ein Indiz, dass es keine Raumfahrt gibt. Sky, of course, was black. The whole thing is about you can see it during the day. Yeah, you can, and there's more than stars. You can see planets, you can see moons. Digga, die haben uns komplett verarscht mit dieser ganzen NASA-Geschichte. Jungs, ich sag euch, wie es ist. Das ist ein Scam. Das ist so offensichtlich. Ich weiß dir, wenn du so zusammengeschnitten diese ganzen Sachen siehst und guckst, wie die Menschen darauf reagieren und noch einigermaßen Gefühl dafür hast, wenn jemand lügt oder nicht lügt, so. Digga, der Typ, der da eben erzählt hat, dass der keine Sterne gesehen hat und dann der andere Typ nebendran so, nee, sag das nicht, Bro. Das alleine schon. So, da siehst du und merkst du doch schon so, da stimmt irgendwas nicht. And when you're in space and you're looking into deep space and you're on the sun side of the orbit, the sunlight washes out all the starlight, so you can't see any stars. It's the darkest black you can imagine. The sky is a deep black. Billions and billions. There really are billions and billions of stars. Ah, jo, Digga. Der eine sagt so, der andere sagt so. Das ist so, wenn du solche Sachen halt doch fakest, ne, dann ist es halt doch schwer, alle unter einen Kamm zu bekommen, so, dass jeder das Gleiche sagt und keiner sich verlabert, so, ne? The biggest visual surprise was just how black the sky was. Kommen wir zu einer der interessantsten Geschichten. Am 28. Januar 1986 explodierte das Space Shuttle Challenger kurz nach dem... Okay, das Ding ist jetzt wild, mein lieben Freunde. Also für alle, die das noch nicht... mit diesem explodierten Space Shuttle noch nicht gesehen haben und es noch nicht kennen, das ist sehr, sehr wild. Was zu einer der schlimmsten Tragödien in der Geschichte der Raumfahrt führte. Der Shuttle trug 7 Besatzungsmitglieder, darunter auch eine Lehrerin, die als erste Privatperson ins Weltall reisen sollte. Die Mission war Teil des Space Shuttle Programms der NASA und hatte zum Ziel, einen Satelliten auszusetzen, um wissenschaftliche Experimente durchzuführen. Doch nur 73 Sekunden nach dem Start explodierte die Challenger in der Luft, was angeblich zum sofortigen Tod der Besatzungsmitglieder führte. Das Komische an dieser Geschichte ist, dass es so ausschaut, als ob 6 von den 7 Besatzungsmitgliedern, die eigentlich tot sein sollten, noch am Leben sind. Das waren die Personen, die an der Challenger-Mission beteiligt waren. Gehen wir sie mal nacheinander durch. Das ist krass. Zum Beispiel Allison Onizuka. Er starb ihr angeblich 86 bei der Explosion. Doch ein Mann... Dann gibt es jetzt einen, der angeblich sein Bruder ist und dann haben die da auch Dokumente durchgeschaut und... geguckt und es gab eigentlich nie einen Bruder von dem und solche Geschichten, also sehr wild. Namens Cloud Onizuka, der so ähnlich ausschaut und behauptet, der eineiige Zwillingsbruder zu sein, ist noch immer am Leben. Zufälligerweise hat ein zweiter Astronaut namens Ronald McNair genauso einen eineigen Zwillingsbruder, der auch... Alles Zufall, meine lieben Freunde? ...auch am Leben ist. Und zwar Carl McNair. Oder Michael J. Smith. Es gibt eine Person, die genauso heißt und genauso ausschaut. Und nun Professor an einer Universität ist. Oder Judith Resnick. Eine Person, die Ähnlichkeit mit dir hat und genauso heißt, arbeitet nun ebenfalls als Professor. Die heißt einfach genauso, das ist halt die krasse Sache so. Und die haben sogar Aufnahmen, wo die redet, bevor die hochgeflogen sind, angeblich. Und dann gibt es noch Aufnahmen von ihr jetzt quasi. Und die Stimme und so, das ist halt sehr wild so, ne? Aber ist bestimmt alles Zufall, oder? Oder Francis Richard Scobie. Eine Person, die sehr große Ähnlichkeit mit ihm hat, ist nun CEO von dem Unternehmen Cousin Trees Limited. Einer sagt, Digga, das sind verschiedene Menschen, was labert ihr? Ja, jo. Bro, das ist nur ein Zufall, Digga, dass die gleichen Namen haben und so. Das hat damit gar nichts zu tun, glaube ich. Ich weiß nicht, ich war nicht da gewesen. Die letzte Person ist Sherry McAuliffe. Eine Person, die genauso heißt, ist nun auch Professor.
Vieles deutet darauf hin, dass diese Raketen unbemannt gestartet werden. Man startet sozusagen die Rakete und inszeniert den ganzen Rest. Die Leute können es im Endeffekt eh nur über den Fernseher sehen. Aber das ist nur eine Behauptung und ist nicht bewiesen. Lasst uns mal auf ein paar... Alles Theorien, meine lieben Freunde. Ja, nimmt das nicht zu ernst. Auch jetzt mal wirklich, jetzt Hand aufs Herz. So. Das sind alles Theorien. Das sind alles Dinge, die wir uns reinziehen. Wo irgendeiner seine Theorie aufstellt und dann Bilder einblendet und etc. pp. So. Ich finde es auch sehr interessant, was bei dieser ganzen Mondlandungsgeschichte, was man da alles recherchieren kann und wo alles so, wo überall so Ungereimtheiten vorkommen, wo Leute, die angeblich dabei gewesen sind, sich verlabern oder sagen, dass wir nicht da gewesen sind. Und diese ganzen Geschichten, das ist einfach sehr interessant, finde ich. Ich weiß am Ende des Tages nicht, was passiert ist und was nicht passiert ist. Ich finde es einfach mega interessant. Weitere Informationen eingehen. Zum Beispiel gibt es ja im Weltall ein Vakuum. Wieso hat man auf der Erde keine Vakuumkammer errichtet, wo die Astronauten zuerst mal geübt haben? Kann es vielleicht sein, dass Menschen in einem Vakuum nicht überleben können? Schauen wir uns mal an, was passiert, wenn man Blut in eine Vakuumkammer steckt. Es dehnt sich aus und fängt an zu kochen. Krass, das wusste ich auch nicht zum Beispiel. Dann könnt ihr euch sicher vorstellen, was mit einer Person passieren würde, die in einem Vakuum ist. Auch wenn sie einen Raumanzug anhaben. Der würde wahrscheinlich an der schwächsten Stelle aufplatzen. Das behaupten zumindest viele Leute im Internet. Leute, wir können mit diesen Informationen noch den ganzen Tag weitermachen. Let's go, Bro, ich bin da. Es gibt einfach sehr viele Aufnahmen, die viele Fragen offen lassen. Zum Beispiel Aufnahmen, in denen Sachen aufsteigen, die wie Luftblasen ausschauen. Wie in einem Swimmingpool unter Wasser. Ich zeige euch mal ein paar Beispiele. Zum Beispiel diese Aufnahme hier. Man sieht eine Luftblase, die aufsteigt, als ob die Aufnahmen im Wasser gedreht wurden. Und davon gibt es einen Haufen. Krass. Vor ein paar Jahren ist der Hashtag Bubbles in Space viral gegangen, weil es einfach so viele Aufnahmen gibt, wo man Luftblasen in Aufnahmen sieht. Es schaut oft so aus, Bubbles it in, man. Die Aufnahmen unter Wasser gedreht wurden. Was diese Behauptung stützt, Weltraumpups. Zum Beispiel diese Aufnahme hier, wo man im Visier des Astronauten einen Kameramann mit Tauchanzug sieht. Nein, mach keinen Scheiß, Bro. For real? Stützt zum Beispiel diese Aufnahme hier. Wo man im Visier des Astronauten einen Kameramann mit Tauchanzug. Krass, Digga. Ich kann es nicht richtig erkennen, wenn ich ehrlich bin. Leute, wie gesagt, wir können so die ganze Zeit weitermachen. Oder diese Aufnahme hier. Wo man sieht, wie ein Astronaut in der Schwerelosigkeit von Kabeln gehalten wird. Diese Aufnahme hier. Wo man sieht, wie ein Astronaut in der Schwerelosigkeit von Kabeln gehalten wird. Oder diese Aufnahme hier. Wo es im Weltall auf einmal doch wieder Schwerkraft gibt und etwas runterfällt. Oder dieses Video hier. Wo man NASA-Mitarbeiter vor einem Greenscreen sieht. Greenscreens werden für Special Effects genutzt. Bestimmt kennen viele von euch diese Aufnahme hier. Oder so ähnliche Aufnahmen. Schaut alles ziemlich realistisch aus. Nee, das sieht fake aus, Bro. Die Frage. Nein, Dicker, das sieht animiert aus, finde ich. Sieht. Greenscreens werden für Special Effects genutzt. Bestimmt kennen viele von euch diese Aufnahme hier. Das sieht für mich fake aus, Digi. Oder so ähnlich. Das sieht unter Wasser für mich aus. Die Aufnahmen. Schaut alles ziemlich realistisch aus, oder? Die Frage ist, wie kann man im Weltall mit Flüssigkeit an Bord einer Maschine spielen, wo ein Tropfen das ganze System zerstören könnte? Es wäre doch eigentlich dumm, so etwas zu machen. Stellt euch mal vor, ein einziger Tropfen würde in ein wichtiges Gerät kommen und einen Kurzschluss verursachen. Das hätte vielleicht verheerende Folgen. Auch ist es nicht schwer, so Aufnahmen zu produzieren, wie uns viele TikTok-Videos zeigen. Im vorherigen Video, wo wir die Kabel gesehen haben, hat die Frau als Argument, dass sie im Weltraum ist, ihre Haare gesagt. Eine auf, ja, meine Haare schweben doch. Aber schauen wir uns mal diese Aufnahmen in 25-facher Geschwindigkeit an. Es schaut so aus, als ob die Haare nur hochgegelt oder hochgesprayt wurden. Die Haare schweben nicht, sondern sind fest. Schaut mal auf die obere Aufnahme, wie das eigentlich aussehen müsste. Das obere Video ist von einem Flugzeug, was durch einen kontrollierten Absturz für kurze Zeit Schwerelosigkeit erzeugt. Man sieht, dass die Haare frei rumfliegen. Ganz anders als auf der unteren Aufnahme. Lasst uns zum Schluss darauf eingehen, warum... Bruder, miese Recherche, Digi. ...was wir eine Fake-Mondlandung machen sollte. Ja, da bin ich jetzt gespannt. Was ist das Fazit? Darüber gibt es drei Versionen. Die erste Version besagt, dass die NASA nicht in der Lage war, die technologischen Herausforderungen der Mondlandung zu bewältigen... Und sie deshalb inszeniert wurde, um die Sowjetunion im Wettkampf zur Reise zum Mond zu schlagen. Ja. Ich glaube, das ist das mieseste Argument, was immer gebracht wird, ne? Man wollte sozusagen zeigen, dass die USA in Sachen Raumfahrt die Nummer 1 ist.
Aber das erklärt uns nicht, warum sie noch bis heute weitermachen, wenn es denn gefaked ist. Das erklärt uns die zweite Version. Und die hängt ein bisschen mit dem letzten Video zusammen. Ah, okay. It's always been about a... Hahaha, da ist er doch wieder, Digga. Eddie, bravo. Fake alien attack. You can't have a fake alien attack. I've never heard a politician never talk about a fake alien attack without space. But I've never heard a politician talk about... You have to have space first. Diese Diskussion ist sehr anstrengend, aber auch sehr entertained. Kann ich nur jedem ans Herz legen. Eddie Bravo bei Joe Rogan über Conspiracies. So they always... You know who promoted space more than anybody? Who wanted... Nazis. Who wanted... Nazis. Russians. But before the Nazis. You know who Cave wanted space? Aztecs. Come on. The Vatican. Mayans. The Vatican. Vatican. They have all the biggest... they have all the astronomers. They're all Jesuit Vaticans. All of them. All the ones that are giving us this information about space, they all come from the Vatican. The Vatican has the most powerful telescope. But the Vatican said that the Earth... You know what the name of the Vatican telescope is? Wait a minute. The Vatican doesn't have the most powerful telescope. Yes, they do. You know what its name is? What is it called? The most powerful telescope, the Vatican. And you know what name it is? What's Lucifer. It? Lucifer's what? Dead. False. Yeah, ich weiß nicht. Enjoy this extreme. Dick and balls. I've never seen this fucking telescope. Yeah, it's legit, dude. Eine weitere Version ist, dass die NASA generell nur gegründet wurde, um Gott zu widerlegen. Im letzten Video hatten wir auch besprochen, was behauptet wird, was die Symbole auf dem NASA-Logo bedeuten sollen. Die gespaltene Zunge der Schlange, also der Teufel, der die Welt regiert. Immer wieder ist davon die Rede, dass man die Erde gar nicht verlassen kann, da es ein Firmament gibt. Also eine Barriere, die man nicht durchdringen kann. Echt krass. Zum Beispiel hat Werner von Braun, der Mann, der an allen Mondlandungen beteiligt war, auf seinem Grabstein dem Psalmvers 19,1 eingraviert. Dieser Vers spricht von einem Firmament. Das hat er auch im letzten Video drin gehabt, naja. Comedian Eddie Griffin erzählt uns auch etwas sehr Interessantes über dieses Thema. Tesla. Yeah. Has blood on his hands. Mmh. Er meint Elon, nicht Tesla. Hell yeah. And he wants to go to outer space. Just like every other billionaire. I need to go to outer space. What's out in outer space? and they never make it. The rocket shit hits the firmament, and the firmament stops it. Ain't nobody been to the moon. Ain't nobody been outside this giant cage that we're trapped in. This giant cage we trapped in, bro. The firmament is real. This is why rocket ships take off and they start shooting at an angle. They'll scrape the firmament and they always land in the ocean. Der Comedian Eddie Griffin hat behauptet, dass die Raketen, die ins Weltall fliegen sollen, in Wirklichkeit niemals das Weltall erreichen. Stattdessen machen sie eine Art Kurve und landen wieder auf der Erde. Ein Blick auf dieses Bild von verschiedenen Raketenstarts ist halt voll schwer für uns Normalbürger. Irgendwas von diesen ganzen Geschichten zu verifizieren an der Stelle. Ja? Ist halt wirklich so, was willst du da, wie willst du das jetzt, weißt du, wie ich meine, wie willst du dir hundertprozentig sicher sein, was genau wirklich passiert ist oder ob es da wirklich so eine Schicht gibt, dass wir gar nicht aus unserer Erde, aus der Atmosphäre oder wie die das eben genannt haben, einfach rausfliegen können, so, weißt du? Ist halt schwer, weil es halt für einen Normalbürger unmöglich ist, da irgendwie hinterzusteigen oder irgendwas zu bauen, was auch da hochfliegen kann. So, wenn, dann bist du dann bist du Millionär und wenn du Milliardär, meine ich, so wie Elon Musk zum Beispiel, und wenn du Milliardär bist, dann bist du auch in ganz anderen Kreisen unterwegs, hast auch ganz andere Informationen, dann ist es, glaube ich, schon möglich, da irgendwie an eine Art von, ja, Wahrheit ranzukommen, wenn ich das so nennen darf. Aber ansonsten ist es halt wie bei vielen Sachen, muss man einfach dem, was uns gesagt wird, vertrauen. Zeigt, dass die Raketen gar nicht so hoch fliegen, um die Erde zu verlassen. Die Raketen fliegen hoch, aber machen dann eine Kurve zurück zur Erde. Laut Griffin prallen sie auch gelegentlich am Firmament ab. Ich kann euch nicht erklären, wie eine Rakete an etwas Festem abprallen kann und dann unbeschadet zur Erde zurückkehren kann. Gibt jedoch sehr interessante Aufnahmen, die zeigen, wie Raketen an etwas abprallen und Spuren am Himmel hinterlassen. Ob es einen Weltraum gibt und ob die Mondlandungen stattgefunden haben, wissen im Endeffekt nur die Regierungen, die daran beteiligt waren. So, das ist das. Nur die Regierungen wissen es. Oder irgendwelche Milliardäre, die zwiespaltig sind, so. Wo man nicht genau weiß, was will der machen, Digga. Elon Musk ist genau so eine Sache. Keine Ahnung, Elon Musk kann ich nicht richtig einschätzen. Ich kann den nicht richtig, aber ist auch, glaube ich, normal bei solchen Menschen, die kannst du nicht richtig einordnen. So. Aber das waren die ganzen Argumente und Aufnahmen, die dafür gesorgt haben, dass viele Leute glauben, dass es weder Mondlandungen gegeben hat, noch dass es einen Weltraum gibt.
Was denkt ihr über dieses Thema? Ich küsse dein Flexi-Herz, Bro. Sehr starkes Video wieder. Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert und aktiviert die Glocke. Danke im Voraus. Gang, Bruder. Starkes Video, Bro. Ich küsse doch dein Herz. Chat, Feedback in den Chat. Sofort. Alle Leute bei YouTube, auch Feedback unten in die Kommentare rein. Ich bin mir fast sicher, dass es bei diesem Video einiges an Feedback geben wird. Auch unten in den Kommentaren. Ja, bleibt schön menschlich, bleibt schön human. Haut auf jeden Fall eure Meinung, eure Gedankengänge und so unten in die Kommentare rein. Aber immer schön respektvoll, meine lieben Freunde. Wir wissen nämlich gar nichts. Keiner von uns. Also tun wir auch nicht so, als ob wir die Wahrheit wissen, ne? Küsst euer Herz.